Moin moin ihr bärtigen Ladies und herzlich willkommen zu einem kleinen Retro-Let's Play zusammen mit dem Herrn Baron und sogar mit Fressenkamera diesmal. Ja? Ja, sogar bei mir mit Fressenkamera. Ich grüße euch übrigens. Und ihr habt es gerade schon gesehen, wir spielen Dead Space im Koop, allerdings glaube ich den Prolog noch nicht. Der ich Prolog glaub, ist glaube ich noch... Doch, also ich... Wir sind Klone. Ach, ist ja cool. Alter, ist dieses Spiel hässlich eigentlich. Ich muss es mal so sagen. Und ich muss dann gleich nochmal in die Einstellungen rein. Damit man die Stimmen von den beiden Kaspern auch hört. Tja, so ist es halt, wenn man was zum ersten Mal macht. Das ist richtig. Versuch macht klug. Wie alt ist denn Dead Space 3 eigentlich? Dead Space 3 müsste drei Jahre, glaube ich, sogar erst. Echt? Das ist eigentlich noch gar nicht so alt. Das ist ja dann eigentlich echt noch frisch. Ja, fand ich. Aber ich find's cool, dass sie da den Koop eingeführt haben. Passt eigentlich. Also ich habe selber im Koop noch nie wirklich gespielt. Wir hatten es, als es rausgekommen ist, hatten wir es mal ausprobiert. Menü. Ja, stimmt. Das können wir vielleicht mal kurz erzählen. Wir hatten derbe Probleme damals. Richtig, das war aber halt kurz nach Release und da... Irgendwas hat nicht funktioniert, ja. Man muss halt einfach mal sagen, EA hat da halt teilweise doch irgendwie so ein bisschen ihre Probleme am Anfang. Damals war EA ja auch noch die schlimmste Firma aller Zeiten, ne? Das ist richtig. So, okay, Ich bin da. Da ist ein Drinki. Drücke und halte B. Ach, laufen voll in die falsche Richtung. Wir sehen hier voll den Weg. Ja, es ist geil, dass das hier im Koop gibt. Wir haben nämlich neulich... Gears of War 4 im Koop gespielt. Richtig. Und dann kam uns so mal der Einfall irgendwie, hey, Dead Space, du bist ein großer Fan von Dead Space. Ja. Der Doc braucht uns, Sam. Ich find's eigentlich auch ganz cool, dass wir sind keine erfahrenen Soldaten. Also im Dead Space 1 gab's dann überhaupt keinen Multiplayer und gar nichts. Ja. Im Dead Space 2 gab's dann so eine Art Versus-Modus. Da hast du dann eine Seite gehabt, die die Station verteidigt hat und die andere hat Necromorphs gespielt und hier kam dann jetzt in Dead Space 3 der Koop-Modus rein, was ich extrem cool finde, weil so Sachen kooperativ zu spielen ist halt einfach, ich mag's voll. Also, das ist voll geil, ja. Ich habe rausgefunden, wenn du zielst, ja, läufst du schneller. Ja, du kannst aber auch einfach den linken Bumper drücken. Ja genau, den linken Bumper. Scheiße. Ich spiel's mit Maus und Tastatur, der Baron spielt's mit Gamepad. Weil er ein Profi ist. Ja, der übelste Profi. Hey, doch, nee, ich hab Dead Space bisher nur mit... Sehen Sie sich um, es muss einen Weg geben! Nur mit Gamepad gespielt, also halt damals auf der Xbox 360, Dead Space 1 und 2. Kugeln, super! Jetzt können wir uns gegenseitig umnieten, bevor wir erfrieren. Vielleicht können wir uns einen Weg hinein schießen. Ja, ich habe keine Munition gekriegt. Ah, doch, hier. Muss halt erst drücke nachladen. R, manuelles Nachladen. Schießen. LT halten, drücke RT, zerbrechen. Entschuldigung. Und öffnen. Öffnen habe ich gesagt. Oh. Bäh. Ja, guten Tag. Oberbäh. Hört ab, hört ab. Ach, nee. Ach ja, die krabbeln dann immer noch weiter, ne? Richtig. Wer denkt, ohne Kopf kann man nicht weiterlaufen. Können Sie ihn sehen? Der hatte doch nie mit Necromorphs zu tun. Richtig. Ja, es ist irgendwie, die Reihe ging ja so von dem astreinen Horrorspiel eigentlich über zu so einem, ja, mehr Shooter-Spiel. Richtig, aber ich finde... Alter! Den kann ich leider nicht erschießen, während du da mit ihm bist. Das ist auch schon mal nett zu wissen. Wow. So, jetzt aber. Noch einer? Ja. Alter, ich muss mir erstmal die Steuerung gewöhnen, ey. Okay, ja, der ist auch da. Okay, ich bin gleich mal fast gestorben dabei. Ja, aber solche Schockelemente, ja, wie jetzt hier, ne, das. Der jetzt hier stand, die gab es halt im ersten en masse. Ja. Aber ich finde es eigentlich so von der
wenn man mal ehrlich ist, von der Spielentwicklung, also von der Storyentwicklung, finde ich es eigentlich auch nicht schlimm, weil am Anfang, es fängt halt an, du hast keine Ahnung, was los ist und nachdem du halt eigentlich die drei Teile durch den gleichen Protagonisten spielst, get used to it, blöd gesagt, aber das greift dir immer weiter über und wird von dem einfachen so, hey, irgendein Minenraumschiff ist irgendwo gestrandet und wir haben kein Signal mehr bekommen, hin zu, ja, letztendlich ist die komplette Menschheit gefährdet. Und da dann immer noch so ein Horror-Ding draus zu machen, wenn du sagst, es hat solche Ausmaße angenommen, fände ich dann persönlich eigentlich auch fast ein bisschen übertrieben. Das ist aber richtig, ja. Ich wollte nur mal kurz anmerken, ne? Dreh dich mal um, hier, guck dich mal von vorne an, ich bin cooler, weil ich habe rote Augen. Und übrigens eine kleine Info, ihr seht das, worauf ich da gerade ziele beim Herrn Baron. Das ist seine Lebensleiste. Ihr habt nämlich sicherlich schon festgestellt, dass es kein richtiges HUD gibt, halt so solche Einblendungen. Das wird alles irgendwie über die Spielwelt gelöst. Richtig. Also auch wenn ich wenn man sehe ich unten auch so eine, so eine Munitionsanzeige oder halt hinten hier auf dem Rücken jetzt meine Lebensenergie. Ja. War, glaube ich, von Teil 1 bis jetzt immer genauso. Richtig, ja? Also richtig. Und dann hat man noch so ein Stase-Modul, das ist dieser Halbkreisbogen, aber da kommen wir später dazu. Das werden wir noch früh genug erfahren. Jetzt würde ich erstmal sagen, push the button oder was? Push the button im Duo-Modus. Und guck mal, ich glaube, danach sollten wir suchen. Codex! Ich hab ihn! Das sieht eher aus wie ein großer. Weiß nicht, Zigarrenkanister oder so. Okay. Ja, geil. Wo sind Sie? Hey Doc, ich hänge an einer Felswand, aber ich habe, was immer das ist, der Code. Er ist der Schlüssel, um alles zu retten. Kommen Sie zum Silo und halten Sie keine Falte an! Alter, geil. Ach, so mit so Action-Sequenzen hab ich jetzt gleich auch schon immer mal wieder. Also, allein im ersten Teil diese Zero-G-Passagen, wo du dann einfach mal plötzlich an der Wand oder an der Decke rumläufst. Wow! War schon geil. You name it! Ja, Alter! Was ballest du so? Ich weiß nicht, ich konnte schießen. Ich dachte, wir müssen da rausschießen. Du kennst mich doch! Ja, erst schießen, dann fragen. So kenne ich dich. Ich bin so ein alter Resident Evil-Spieler, ja? Rätsel nur mit Schießen. Nur mit Schießen. Ja, aber dann kannst du dich schon mal drauf freuen. Ich glaube, hier wird früher oder später auch noch der Punkt kommen, wo die Munition dann extrem knapp wird. Dafür treffe ich halt auch besser, ne? Ja, nur weil ich jetzt mit dem Controller spiele. Ja, genau. Nein, auch so. Das stimmt. Ich kann alles ein bisschen. Guck mal, die hängen ab. Alles. Ja, lass uns mit abhängen. Das schaut gemütlich aus. Ja, wir haben gerade erstmal hier die tapfere junge Soldaten. Die hat Zigarre gefunden. General Mahat, Sir. Wo ist Dr. Serrano? Earl Serrano, stets der Optimist. Er ist ja auch mal sehr hübsch. Er sagte, ich soll das in die Stadt bringen. Mit seinem hässlichen Hasenschatten. Es aufzuhalten, Sir. Es ist noch nicht zu spät. Wir haben die Kontrolle verloren. Und jetzt müssen wir der Erde und den souveränen Kolonien zuliebe das Richtige tun. Lieben Sie die Erde, Junge? Ihre Mom? Ihren Dad? Nein, ich hasse sie. Nein, ich liebe Amerika! Schön zu hören. Zack, bumm! Ja, bumm. Sie müssen mit mir verhandeln. Falsch! So patriotic. Oh, hilarious. Zack. Oh mein Gott, er hat sich erschossen. Und vorher wahrscheinlich alle anderen außenrum. Ja, und den Codec aktiviert. Daten gelöscht. Wir werden niemals erfahren, was da drauf war. Ja, ich glaube schon. Spiel vorbei. Danke fürs Zuschauen. Credits. Brüder und Schwestern. Das Zeitalter der Menschheit neigt sich dem Ende zu. Luna-Kolonie. 200 Jahre später. New Horizon. Nein, die Menschheit ist nicht besonders viel weitergekommen als da vor 200 Jahren. 34. Isaac, ich weiß, dass du da bist. Nicht sonderlich. Jetzt geh schon ran.
Oh, Love Story. Das ist der Protagonist aus dem ersten Teil. Ich wollte nur an, um dir zu sagen. Und dem zweiten. Stimmt, aber pssst. Ist ja so professionell mal wieder, ey. Ja. Er wird wahnsinnig. Könnte jetzt auch der Anfang von Deus Ex sein, ne? Ich meine, seine Ex hat ihn ja schließlich auch gerade angerufen. Richtig. Deus Ex. Das wäre aber dann eher Isaac Ex. Isaac Ex. Malcolm Ex. Malcolm Ex. Sind Sie Isaac Clark? Finger weg von mir! Antworten Sie! Er ist es. Wer zum Henker sind Sie? Helfen Sie ihm hoch! Hoch! Ich habe nicht viel Zeit, also werde ich mich kurz fassen. Meines Wissens sind Sie sowas wie ein Marker-Experte. Sie erschufen einen... Einen Scheiß erschuf ich! Die Regierung zwang mich! Und Sie haben zwei zerstört und deshalb sind wir hier. Wir haben einen Job für Sie. Nein! Nein! Damit bin ich fertig! Suchen Sie sich den anderen für Ihr Selbstmordkommando! Haben wir. Und bevor wir den Kontakt zu ihr verloren, sagte sie, wir sollen sie suchen. Mary? Wo ist sie? Was haben Sie ihr angetan? Wo ist sie? Ornithologen sind in die innere Wartehalle vorgedrungen. Wir können sie nicht stoppen. Hey, und zweite Seite von, wir müssen los. Sie ist ganz allein da draußen, Isaac. Und ich kann ihr nur helfen, wenn sie die, mir ist doch die große Kirche da, die auf diesen Markern aufbaut. Okay. Mag sein. Okay. Aber, ja gut, ich... Ornithologen klingt so wie Zeugen Jehovas oder Scientologen oder so. Yeah. Ja, es ist dann letztendlich los. Eigentlich auch eine Sekte, das ist... Ja klar, nimmt halt noch das Foto von sich mit. Ja, diesmal so selbstverliebt ist man. Oh, ich... Now I'm alone. Aufheben. Jährliches Erwachen, Isaacs Apartment. Also ich spiele Isaac. Ich spiele so einen Rüstungssack. Und da steht bei mir warten. Ja, ich habe hier gerade eine Wiedergabe aktiviert. Ach, da bist du. Hallo. Ach, guck mal, da ist auch noch. Textlog. Alter, ey, der ein verschissenes Badezimmer. Ey, fast wie bei mir daheim. Nee, bei dir sieht's schlimmer aus. Ja, ein bisschen Zeit braucht man ja auch noch, oder? Was? Okay, ich sagte, ich helfe Ihnen. Also, wo ist Ellie? Minus 11 Grad. Halten Sie die Klappe und kommen Sie her. Ich erkläre es Ihnen später. Oh, hier liegt ein schlichten Medipack, falls du eins brauchst. Nice. Wieso bin ich denn im Gang gespawnt und du nicht? Weil dein Typ, Achso, ich bin einfach Gruppe wieder so ein anonymer. Nee, der hat, glaube ich, auch sogar eine eigene Geschichte. Der. Es das ist soll sein eigentlich Bruder. Ganz, da, das, was man da jetzt im Hintergrund hört, ist dieses Unitologen-Geschmarri. Das Gelaber da. Ja. Und das ist Sergeant John Carver. Letztes Bataillon, wie meinen Sie das? Stimmt, das ist diese Altman-Sekte, ne? Richtig, genau. Ist übrigens, also ich habe den. Das Buch Dead Space Märtyrer kann ich eigentlich auch empfehlen. Also es ist jetzt nicht der beste Roman überhaupt, aber es, wenn man so ein bisschen Geschichte von dem, was Dead Space ist, sich dafür ein bisschen interessiert, ist das eigentlich ganz lustig gemacht. Weil da so die Vorgeschichte kriegst du mehr von den Hintergründen mit, ne? Richtig, also das spielt halt zu der Zeit, als der erste Marker gefunden wurde. Egal, ich hab keine Ahnung mehr. Und das sprengt sich. Hier lang! Sie sind hier unten! Shit! Das ist halt quasi die Geschichte von Altman. Beide das Granatensymbol. Ja, ach, echt? Ach, das ist mein erstes Videospiel. Okay, da kommen Gegner. Ah, ich muss erstmal wieder steuern und mich hier zurecht friemeln. Ja. Jetzt hab ich doch wieder Munition. Achso, ich muss manuell nachladen. Ja. Das ist ja auch mal, ja, aber da gewöhne ich mich schon dran. Ja. What's this?
Da oben liegt noch mehr Munition. Ein Bumskopf. Das sind Ornithologen. Warum wollen sie uns töten? Die wollen sie töten. Was? Verschwinden sie da und halten sie die Klappe. Mieses Arsch. Hakel. Noch irgendwas? Oh, ein Secret Room. Oh. Oh, Isaac, komm her. Oh. Schön geschwafelt. Oh. Dark Room. Genug. Genug. Weiter zum Content. Drücke C, wenn die Stasi niedrig ist. Das hat mir mein Priester auch immer früher erzählt. Ja. So. Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier groß weitergehen, ne? Hier ist eine Leiter. Da geht's, glaube ich, weiter. Hier ist eine Leiter, da geht's weiter. Und weiter geht's auch in der nächsten Folge von Dead Space 3 Together. Richtig. Ah, mit dem Herrn Baron. Und dem Baron, genau. Jo, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und macht's gut. Tschüss.